Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Wir befinden uns in einer brenzlichen Situation. Ich weiß wirklich nicht genau, wie wir jetzt am besten zum Aufzug gehen. Oben, wenn ich oben rumlaufe, erwarten uns mindestens zwei Hunter. Die werden uns entweder viel Munition kosten oder Lebensenergie. Anders komme ich nicht an dem vorbei. Und unten lauern bestimmt auch viele Hunter, ne? Ich will es gar nicht testen, weil ich bin mir sicher, dass es unten wahrscheinlich sogar noch schlimmer ist. Oben ist es nur dieser kleine Flur. Ich versuch's oben rum. Oh Gott, ich muss nur dran denken. Jetzt passt mal kurz auf. Ich muss auf die Karte gucken. Ich muss nur kurz gucken, dass ich die vorletzte Tür nehme, nicht die letzte. Ums Eck und dann gleich rechts. Dann sind wir eigentlich safe. Oh Gott, Leute. Huiuiui. Hey, was ihr gleich mal gucken könnt, ist, ob ihr den Let's Play-Kanal schon abonniert habt. Denn wenn wir unser Abo-Ziel erreichen, unser Resident Evil Let's Play-Abo-Ziel von gerade mal 4040 Abos, also viele sind es nicht mehr, dann... Man kommt einfach nicht an... Nein, zwei Treffer waren aber unnötig jetzt. Oh, okay, wartet. Nein, okay. Ich spule zurück. Also, das versuchen wir nochmal. Mal gucken, ob wir es jetzt besser schaffen. Also, wenn wir unser Ziel von 4040 Abos erreichen, gibt es nämlich noch einen zweiten Bonus, den wir jetzt hier während Resident Evil freischalten können. Und der lohnt sich. Sehr cool. Ähnlich cool wie unser Playthrough oder zumindest unser Anspielen mal gucken von Sweet Home. Huiuiuiuiuiui. Schade, ich dachte vielleicht, wisst ihr, vielleicht kann ich auf die Tür klicken, bevor er mich erwischt. Denn es wäre dann so in der Cutscene passiert, das hätten wir nicht gesehen, aber dann hätte Chris dem Hunter die Tür einfach direkt vors Gesicht geknallt. Das wäre gut gewesen. Naja, schade. Also falls noch keine 4040 Abos erreicht sind, dann wird es aber höchste Zeit. Und falls schon 4040 erreicht sind, dann auch. Es ist eigentlich wurscht. Immer den Kanal hier abonnieren. Ganz wichtig. Okay, Leute. Ich glaube, ich speichere mal kurz. Und dann schaue ich mal, wie tot Chris eigentlich wirklich ist nach den zwei Treffern. Ich glaube, die zwei Treffer sind nicht so schlimm, oder? Aber ich glaube, aber das bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, dass der Schaden, den man kriegt, auch so ein bisschen randomized ist, oder? Oder? Ich glaube. Aber das ist jetzt nur eine vage Vermutung von mir. Bin mir nicht mehr sicher. Ich habe auch stark das Gefühl, dass es so ist. Wir sind okay. Okay, dann packen wir das da mal da rein. Schrupplende Pistole, Batterie setze ich jetzt dann ein. Die Kurbel müssen wir unbedingt mitnehmen. Die Kurbel. So müsste es eigentlich passen, ne? Weil die Batterie werden wir eh los, dann haben wir einen Inventarplatz auch frei, wenn es notwendig wäre. Ich könnte... Nee, warte mal. Die Pistole lasse ich nicht hier. Oder? Ja. Oder? Moment mal, wo finden wir... Ach, die Medaillons, ne? Kriege ich die beide im Untergrund? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich gehe jetzt so, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Klick, klick. Produsch. Ich glaube, wir werden jetzt noch von einem Hunter hinausgeführt, ne? Wir haben auch zum Glück nicht mehr so viel Schrotflintenmunition. Das heißt, wenn ich noch einen Hunter treffe, dann... oder ich laufe einfach durch. Komm, ein Treffer und weiter. Weißt du, wenn wir gegen den kämpfen, kriegen wir auch einen Treffer. So wie ich mich kenne. Insofern ist das vielleicht sogar der bessere Weg. Okay.
Wir sind immer noch okay. Ja, da können wir gar nichts. Meine Knöchel sind aus Stahl. Ganz kurz auf die Karte gucken, damit ich mich orientieren kann. Wir sind hier rausgekommen. Nee, ich kann mich trotzdem nicht orientieren. Ich gehe mal da lang. Nee, das ist falsch. Ich verstehe schon. Da komme ich dann wieder hoch. Ja, okay. Kann irgendjemand mit dem Husky Gassi gehen mal vielleicht? Oder mit ihm spielen? Oder weiß ich nicht. Plampf, plampf, plampf. Hey, ich habe mir jetzt mal wieder ein Video angeguckt und meine, ich habe mal wieder Gameplay gesehen, so im direkten Vergleich jetzt zwischen 1 und 2. Und meine Erinnerung hat mich nicht getrübt. Im zweiten Teil sind die Zombies tatsächlich sehr viel agiler und haben mehr Animation bekommen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wenn wir jetzt dann selber den zweiten Teil spielen, auf den direkten Unterschied. Nee. Ich stopfe meine letzten Patronenhülsen da rein. Warum geht denn das nicht? Aber es ist schon gruselig, ne? Ich finde dieses Wolfsgeheule im Hintergrund, diese Kulisse, finde ich schon sehr gruselig. Ich finde, das ist sehr gutes Sounddesign. Ich frage mich wirklich, wo die das herhaben. Ist das ein Wolf, der heult in Wirklichkeit? Oder ist es wirklich ein Husky von irgendjemandem im Team? Man weiß es nicht. Aber es fühlt sich ungut an, ne? Finde ich. Diese Geräuschkulisse. Oder sind es Kojoten? Ich weiß es nicht. Es ist ein Geräusch, das man nicht hören will, wenn man nachts alleine im Wald unterwegs ist, ne? Das weckt, glaube ich, so Urängste in uns. So die Angst vor Fressfeinden. Na, wir können fahren. Eine Leiter. Möchten Sie hinuntersteigen? Bitte schön. Eine Leiter hinuntersteigen klingt auch, als hätte das irgendwie jemand aus dem 18. Jahrhundert übersetzt, oder? Steigen Sie doch die Leiter hinunter, werter Herr. Warum steigen Sie denn nicht? Nun steigen Sie doch. Flammenwerfer. Ist der Flammenwerfer gut? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall können wir den jetzt verheizen. Müssen wir eh bald wieder hergeben. Enrico! I hope it's not Enrico's blood. Don't come any closer, Chris. Wait, what happened? Double crosser! Don't!
umbrella. Who is it? Is someone there? Double crosser? What did he mean by that? Er konnte sich mit diesen Verletzungen nicht mehr bewegen. Er hält irgendetwas fest. Pistolenmunition. Blip. Ach, Chris, ich hätte schon gern einfach, dass du nur ein, zwei Inventarplätze mehr hast. Nicht viel Reichweite, ne? Und auch nicht viel Munition. Und jetzt ist er schon leer. Das war ein kurzer Spaß. Und jetzt liegt hier die Kurbel und ich habe wieder kein Inventar. Oh, nein. Ah, dammit. Die Kurbel. Die verflixte Kurbel. Okay, passt. Kurbel können wir nehmen. Weil Hunter einfach so scheiß Cheater sind. Das kotzt mich an. Die sollten, weißt du, die sind einfach Cheater. Dass die einfach über... Dass die so lange Invincibility-Frames haben, nervt mich einfach wirklich. I don't like it. Okay, cool. Wir sind jetzt absolut wehrlos. Das freut mich. Und ich habe keine Heilung und keinen Platz im Inventar. Ich habe nichts mehr. So. Was jetzt? Wo bin ich rausgekommen? Um Gottes Willen. Oh, da wären zwei Sachen, die ich wirklich gern hätte. Shit. Wo ist denn der nächste Safe Room hier? Bin ich schon dran vorbei? Hätte ich für den Safe Room gerade auslaufen müssen am Anfang? Da müsste ich jetzt an dem Hunter vorbei, wenn ich da nochmal hin will, ne? Shit. Wo komme ich da gleich nochmal hin? Ich hab, wie gesagt, ne, ihr wisst ja. Orientierung und so. Aber es wird ganz schön spannend. Können wir den Chris-Playthrough überhaupt beenden? Uns geht's nicht gut. Chris geht's nicht mehr gut. Unsere Ressourcen sind am Ende. Und ich bin psychisch am Ende. Oh, Gottes Willen. Ach so. Nee. Ich bin leider jetzt tot.
Aus irgendeinem Grund leben wir noch. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh, shit. Sechseckiges Loch. Können Sie hier nicht benutzen. Oh Gott, Leute. Ich habe noch auf Reddit und so immer wieder gelesen, wie super schwer Resident Evil 1 eigentlich ist, vor allem mit Chris. Und habe mir so gedacht, ach komm, wie schwer kann das schon wirklich sein? Jetzt habe ich es mit Chill durchgespielt, jetzt spielen wir es auch auf Standard mit Chris. Wird schon gehen. Und um Gottes Willen, es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Ich dachte, das sind irgendwie so verwöhnte junge Gamer und Gamerinnen, die irgendwie, ne, kein Game Over mehr gewöhnt sind. Aber nein, das ist wirklich schwer. Die haben recht. Oh. Daher kommt übrigens der Hass von Chris auf Felsen. Deswegen hasst er Steine so sehr und will sie vernichten. Na wunderbar. Na wunderbar. Hätte ich nur die blöde Pistole daheim gelassen. Ich dachte so, na kommen da gleich nochmal Zombies? Ja, ja, ich glaube, da kommen Zombies. Dann nehme ich mal die Pistole mit, um nichts zu verschwenden. Und jetzt ist hier überall der wertvollste, kostbarste Loot im Universum. Oh nein, kommt jetzt die Spinne. Ey, dann kann ich gleich vergessen. Shit, hier kommt schon die Spinne. Die Spinne schaffe ich nicht. Kann ich? Nee, ich brauch eine Kiste. Ich brauche mindestens eine Kiste. Sonst ist ja kein Blumenkopf zu gewinnen. Blumenkopf? Weil ich könnte eventuell reinlaufen. Das könnte schon klappen. Und die Spinne ignorieren. Mir schnell das Messer holen und mich durchschneiden und abhauen. Das könnte klappen, aber dafür brauche ich wenigstens einen freien Inventarplatz. Ach so, Moment mal. Jetzt habe ich einen freien Inventarplatz, ne? Ich trottel. Aber dann lassen wir halt den Flammenwerfer zurück, den wir ansonsten ja vielleicht sowieso auch für die Spinne verbraucht hätten. Ach Gott, ey. Ich meine, hier ist noch. Theoretisch, ne? Theoretisch dauert es ein bisschen länger, aber dann holen wir uns noch die Schrotflintenmunition, holen uns die Magnum. Ich hol zur Not die Magnum. Zur Not gehen wir zurück ins Haus und ich hol die Magnum. Das ist vermutlich der beste, der sicherste Weg dann. Ich habe da auch noch Heilung und so. Der Rückweg ist eigentlich sicher, dürfte eigentlich safe sein. Aber jetzt gucken wir mal, ob ich es so schaffe. Nein, nicht die Spinne. Dammit. Das war nix. Thank you.
Auto-Aim ist hier echt nicht gerade der beste Freund, den man hat, leider. Damn it. Nein, warum dreht er sich immer zur Spinne? Hör doch auf. Chris, ich bitte dich. So wird das nix. Ich hab so einen tollen Plan, Chris. Du musst ein bisschen kooperieren, bitte, mit mir. Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Durch das Auto-Aim, weil er sich immer wieder zur Spinne hindreht. Deswegen, ich schaff's zumindest nicht, ohne getroffen zu werden. Vielleicht gibt's krasse Speedrunner, die das schaffen. Ich nicht. Da ist die Spinne zu schnell. Okay, vergiss es. Vergiss es. Vergesst es, Leute. Wir brauchen einen Plan C. So, kurz Karte überprüfen. Ich bin jetzt hier. Ich kann ohne Probleme zurück in die Villa. Und ich glaube, das machen wir auch. Aber für heute ist erstmal Schluss. Danke fürs Dabeisein in dieser brenzligen Situation. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wo wir das Ruder hoffentlich nochmal rumreißen werden. Eieiei. Bis dann, macht's gut. Ciao.